Ich bin Tupac Amaru Shakur. Ich bin Robin McLaurin Williams. Ich bin Marilyn Monroe. Und ich bin Benjamin Blümchen. Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich entschuldige mich im Vorfeld für dieses unprofessionelle Outfit. Ich habe tatsächlich kein sauberes T-Shirt mehr, denn die Wäsche ist noch am Waschen. Und ich habe es mal wieder verpennt, frühzeitig die Wäsche zu waschen. Und gut, ich habe noch saubere Unterhosen. Versager! Anyways, wie einige von euch wissen, gucke ich ja gerne über den Teich, wenn es um Content Creator geht und beobachte dementsprechend relativ viel, was so in Amerika abgeht. Aber auch in anderen Ländern. Das mache ich ähnlich wie Kaiser, da Kaiser aber in der letzten Zeit weniger Videos zu dem Thema macht. Ich habe gar nichts gemacht. Bin ich gezwungen, selber ein Video zu dieser Thematik zu machen, denn ich habe beobachtet, dass gerade jetzt zur Zeit, in den letzten paar Monaten, gerade jetzt zur Zeit, ein Thema, eine Person sehr, sehr krass viral geht. Und diese Person und seine Kontroverse werden wir in diesem Video heute besprechen. Schnallt euch an, heute geht es nämlich um menschenverachtende Challenges, einen riesigen NFT-Scam und die bösartigste Ausnutzung des Urheberrechts-Claims. Heute geht es selbstverständlich um Aiden Ross. Aber wer ist Aiden Ross eigentlich? Ich werde mal versuchen, ein kleines Bild von seiner Vergangenheit zu zeichnen. Ich kann da nicht sehr ausführlich sein, denn ich bin ja nicht Kaiser. Was ich aber in der Recherche herausgefunden habe, ist Folgendes. Und zwar ist Aiden Ross in seiner Vergangenheit, wie es auch gar nicht so unüblich ist für Amerikaner, sehr oft umgezogen. So ist er von Florida nach New York, nach Kalifornien und zurück nach Florida gezogen. Dieser rapide Ortswechsel innerhalb der Kindheit, der ja auch einen Wechsel von sozialen Umfeldern mit einherbringt, hat natürlich Einfluss auf ein Kind, kann man sich ja vorstellen. Dementsprechend musste sich Aiden Ross relativ schnell als Kind daran gewöhnen, neue Kontakte zu knüpfen, um Freunde zu haben. Auch muss folgendes Erlebnis ihn in seiner familiären, aber auch persönlichen Entwicklung geprägt haben. An der Stelle ist es vielleicht wichtig zu erwähnen, dass Aiden Ross Familie zu einer der größeren Familien gehören. Dementsprechend war immer sehr viel los, wenn Familie zusammenkam. So auch an diesem folgenschweren Abend. Eine entfernte Verwandte von Aiden Ross, die unter Konsum und psychischen Problemen litt, griff nach einem Küchenmesser, da sie das Gefühl hatte, dass der schlafende Aiden Ross nicht Teil der Familie wäre und dachte sich: Raus mit die Viecher! Der ganze Vorfall endete mal gut glimpflich. Aiden Ross trug von dieser folgenden Attacke lediglich eine Narbe im Oberarm von sich und musste dementsprechend einen kurzen Aufenthalt im Krankenhaus verbringen, während seine entfernte Verwandte die medizinische Hilfe bekam, die sie benötigte. Darüber hinaus berichtete Aiden Ross, dass er weniger unter dieser ganzen Situation gelitten hat als seine Familie. Was meiner Meinung nach sehr, sehr stark erklärt, wie krass sein Vater in den kommenden Jahren hinter ihm stand, in seinem Traum, der größte jüdische Streamer auf Twitch zu werden. Ursprünglich begann Aiden Ross damit, das Sportspiel 2K2019 zu streamen. Über dieses Game hat er sich eine kleine Community aufgebaut, die stetig gewachsen ist, gerade in dem jüngeren Zuschauersektor. Dieses Game und die Community dahinter war letztendlich auch der Grund, der er dazu beigetragen hat, dass er in einem anderen Game Fuß fassen konnte, und zwar in GTA Roleplay. Und dort ist er sozusagen erst so richtig berühmt geworden, denn in GTA Roleplay hat er seine eigene Streaming-Persönlichkeit verfeinern können, und zwar die Sus Action. I wanted to say I appreciate you, bro, for having us on the server. Hey, no, for sure, man. I appreciate you all for being and here. And also, I love your side of me. Oh, yeah. My God. Yo, 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 yo. Wie dem auch sei, über die 2K-Community innerhalb von GTA Roleplay gelangt Aiden Ross dann der Kontakt zu dem Sohn von LeBron James. Dadurch, dass diese beiden, der Sohn und Aiden Ross, sehr, sehr viel zusammen spielen, gelingt ihm irgendwann der Kontakt zu dessen Vater höchstpersönlich, woraufhin folgendes Gespräch resultierte. Wait, is that LeBron? Wait, is that LeBron? Maybe. Wait, yeah, we played 4 times. But yeah, it was a best of 7. Yeah, we slept them. Wait, hold on, bro. Can I say hi? You wanna say hi? Yeah. What's good, bro? It's LeBron? It's LeBron? He said, is this LeBron? Yo, first of all, I gotta say, gigantic fan, I love you. I don't want to be a fanboy, but like, I love you. Nah, it's all respect, man. I appreciate it, man. And appreciate look, it. Showing love and respect to me and my son. That's right. Look, listen, me and Beam, we swept them, and we did it for Cleveland. I love it. Yes, sir. Yes, sir. Nice meeting you, man. Hey, nice meeting you. Keep it going, all right? Yeah, all right, bro. Yeah, all right. Das war letztendlich das Sprungbrett für Aiden Rosses Fame.
denn es wurden Artikel darüber verfasst und er hat innerhalb von kürzester Zeit, in den Tagen nach diesem Gespräch, die 100.000er-Marke auf Twitch erreicht. Here comes the money! Here we go! Kurz gesagt kann man sagen, dass Aiden Rosses Twitch-Karriere als steinig zu betrachten ist. Es würde komplett den Rahmen dieses Videos sprengen, aufzuzählen, wie oft dieser Kerl für diversen Dinge gebannt wurde. Ich kann da auf jeden Fall für die Leute, die Englisch gut sprechen, ein Video verlinken, auf das ich mich auch sehr, sehr stark beziehe in diesem Video. Das könnt ihr euch gerne angucken, es ist relativ umfassend. Nichtsdestotrotz werden wir hier in diesem Video auch gar nicht so stark auf die ganzen Verstöße und moralischen Verfehlungen eingehen. Wir werden uns auf die schwersten und größten konzentrieren. Und zwar begannen die, meiner Meinung nach, nachdem Aiden Ross seinen Permaban auf Twitch bekommen hat. Die Odyssee der Kontroversen begann letztendlich, nachdem Aiden Ross den Ausschließlichkeitsdeal, den exklusiven Deal auf Kick to Stream angenommen hatte. Und zwar hat ihm Kick den Deal der Deals eingeräumt. 150 Millionen für 2 Jahre Exklusivität. Vielleicht müssen wir aber nochmal kurz Revue passieren lassen, was es mit Kick als Plattform auf sich hat. Es gibt schon Botfarmen, die einfach durch die Streams laufen und da alles Mögliche verbreiten, schreiben, bewerben und so weiter und so fort. Die Leute restreamen Streams von Twitch und streamen auch einfach. Bruder, als ich das erste Mal auf die Seite gegeben habe, habe ich wirklich eine Menge Arschlöcher gesehen. Und damit meine ich nicht Streamer. Und genau das hat er auch gestreamt. What do y'all wanna watch, bro? I don't support. Like, I don't support this shit. What the fuck do y'all wanna watch on here, bro? I don't support this shit. I don't condone it. I don't support it. Nachdem er die Seite offen hatte, ist ihm dann folgender Gedanke gekommen. Wait, how old are you guys in the chat, bro? Jesus. Okay. Immer eine krasse Aktion und von hier an wird es eigentlich nur noch wilder. Zum Beispiel streamte er während des Super Bowls eben das. Den Super Bowl. Auf Kick. Woraus natürlich eine Millionenklage resultieren wird. Nachdem in puncto Jugendschutz die Reichweitenverantwortung schon gar nicht nachgekommen wurde, beweist jetzt hier Aiden Ross mit seinem NFT-Scheme, wir erinnern uns vielleicht da auch an Monte, dass auch die finanzielle Situation seiner Zuschauer ihm gänzlich völlig egal sind. Ich fand es auch bemerkenswert, wie qualitativ hochwertig das Placement von Aiden Ross bezüglich dieses NFT-Schemes war. I gotta buy some milk. It says insta fuckin' liquidity. Oh, there we go. What do I do now? Click. Okay. Yeah. Wait, what do I do now? Alright, now just click that real quick. No. Yeah. Dude, I just want to get my blow up doll, bro! Yo, baby. So go ahead and click. Okay. What do I do, bro? Okay. Yeah. Nope. Okay. My balls itch so bad, bro. Oh. There you go. Yay, now I have MILF, right? Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Ich bin auf jeden Fall nicht in der Lage, in diesem Video hier einmal darauf einzugehen, warum NFT-Scams problematisch sind und was für eine Art von Scam das hier ist. Aber vielleicht einmal ganz kurz. In dem Fall hat Aiden Ross ein Pump and Dump promoted. Halt sozusagen hat er seine Plattform genutzt, im Sinne des Placements, dass ganz viele Leute das NFT, das er bewirbt, kaufen. Dadurch steigt der Preis extrem hoch. Pump. Und dann werden die Leute, die im Vorfeld das NFT gekauft haben, meistens die, die das NFT gegründet bzw. aufgebaut haben, sehr, sehr großen Wertzuwachs und dadurch auch einen Gewinn erwirtschaften können. Wie viel Geld da eigentlich hintersteckt? Dafür habe ich hier einen Clip, der nochmal aufzeigt, wie viel Einfluss auf den Kurs ein Influencer haben kann, wie zum Beispiel Aiden Ross oder Montana Black. So, what do you think it's worth to have Aiden Ross promote your coin? We know they paid him about $200,000 to promote the coin. Let's take a look at the next day. And I did you the favor of putting it into a bar chart. We're getting fancy around here. Yeah, turns out it was pretty good, guys. The day of Aiden Ross's promo, the bad promo, bro. Hey, it was a bad promo. They got $19 million in 24-hour volume. $19 million. Probably half of that's buy, half of that sell, roughly, since the price stayed roughly the same. So let's say we've got $9 million in sell orders taking place that day. Selbstverständlich stürzte der Kurs dieses Coins innerhalb weniger Stunden in den Keller, nachdem Aiden Ross diesen Coin promoted hat. Wer hätte das gedacht?
Aber kommen wir jetzt wohl zu dem ekelhaftesten, was Aiden Ross mit seiner Plattform angestellt hat. Denn um halt mehr Reichweite und Interesse von gerade jüngeren Zuschauern auf seine Plattform wieder zurückzulocken und dort zu binden, hat er die geniale Idee gehabt, Menschen Challenges anzubieten. Bedeutet, er gibt den Leuten, die er herausfordert, eine gewisse Menge Geld, dass sie gewisse Dinge tun. Man kennt es, ganz normale Challenge. Bei ihm haben diese Challenges leider einen leicht bis extrem eskalatorischen Standard. Die erste und vermutlich harmloseste Challenge, die ich hier aufzählen möchte, war folgende. Und zwar hat Aiden Ross im Stream einen Zuschauer angeboten, der bei der NFL arbeitet, doch effektiv seinen Job hinzuschmeißen. Und zwar war das Angebot, er solle während eines Spiels auf das Spielfeld laufen und das Spiel stören. Where are you? Bro, I'm at work, bro. Wait, what do you work? This is gonna be a good one, chat. What do you work? Yeah, I work for the Blazers, bro. Look. No! Oh my god! Preach. Look, oh, okay, don't get me fucking fired, bro. Don't be scared. Yo. The tunnel's right there. This chat's already gonna get you fired. You might as well just turn the fuck up. Oh, bro, you shit. Like showed your like name tag and shit, bro. You're fucked. You might as well just run. I don't give a fuck, bro. Honestly, free life. I'm not around like 2 bands. I ain't gonna lie. Oh, it's not bad. I'll put up here easily. Cash, you run the court. No, look. Oh my god. Yo, oh. Neon. What is that hit? Yo. I don't give a fuck. Yo. Oh, go to center court. Go to center court. Bro, they just. Fuck it. I'll walk this way. I don't give a fuck. Fuck it. Nah, bro. This kid's yo. Absolutely fine. I'm getting out of debt, though. You don't get it. Yo. Yeah, though. Yo. All right. All right. All right. I need 2 bands. All right. Give me two. Oh, shit. Jetzt habt ihr eine grobe Vorstellung davor, was für eine Art von Content Aiden Ross mit dieser Art von Challenges vorhat. Das war jetzt in dem Fall noch gar nicht so unglaublich schrecklich, aber die folgende Challenge zeichnet ein deutlich anderes Bild. Und es gibt weitere, die immer weitere Eskalationsstufen erreichen, in dem Versuch, mehr Outrage und Excitement mittels dieser Challenges zu erreichen. Was unglaublich problematisch ist. Denn diese Menschen geben teilweise ihren Job und soziale Kontakte auf, nur um halt von Aiden Ross Geld zu bekommen, wobei die Summen, die er vergibt für die Challenges, völlig willkürlich gewählt sind und seinen persönlichen Launen unterliegen. Heißt, wenn du dich nicht doll genug blamierst, fertig machst, verletzt oder andere um dich herum brutalisierst, talking about Reichweitenverantwortung. Für den Kontext, eigentlich sollte der Zuschauer in ein Gefäß rein urinieren und dieses Gefäß dann seiner schlafenden Schwester übers Gesicht gießen. Dabei noch nicht genug, anschließend soll er den Fernseher der Schwester mit einer Baseballkeule zerstören. Das alles soll der Nachbar filmen. Da aber die Kick-Moderatoren im Stream vorhanden waren, gesagt haben, ey, Diggi, chill mal hier deine Base, hat er das mit dem Urinieren aus der Gleichung gestrichen und gesagt, der Challenger soll anstatt dessen vergammelte Milch, Spucke, Senf, abgelaufenes Bier oder derlei Dinge seiner schlafenden Schwester übergießen. You're gonna pull the blanket off her, pour all on her face, listen. And then they're gonna be like, wake up, bitch! And you're gonna grab the bag and go, smack, smack, smack. Yo. Go back to the room. Nah, go back to the room. Yo, Karis. Don't spit on her, bro. Fuck it. Go back in the room. Katie, stop, stop, stop. She's hitting me with the bat. Oh. She got the bat. She's hitting me with the bat. No. Wie gesagt, diese Challenges eskalieren immer weiter. Und zwar gab es eine nächste Challenge, wo Aiden Ross gefordert hatte, dass die schlafende Großmutter eines Zuschauers mit 2 Kilo Mehl übergossen werden sollte, was natürlich im Schlaf durch die Partikel dazu führen könnte, dass sie ersticken könnte, was sie letztendlich auch gelassen haben. Nice. Das soll es auch eigentlich gewesen sein erstmal, denn es gibt noch wesentlich mehr Challenges, aber ich glaube, ihr habt ein gewisses Bild, was für eine Art von Streamer Aiden Ross ist. An dieser Stelle möchte ich nämlich noch erwähnen, dass
besagte Quelle, die ich für dieses ganze Video auch verwendet habe, ein Video über Aiden Ross gemacht hatte. Und aufgrund dieser Tatsache wurde dieser Content Creator von Aiden Ross gestrikt. Was natürlich erstmal ein Dickmove ist. Denn der Strike war bezüglich Urheberrechtsclaims, obwohl in Amerika Fair Use gilt und man, wenn man durch das Verwenden von anderer Leute Werke ein eigenes Werk schafft, was in dem Fall eindeutig der Fall war. Es war ein typisches Meinungsvideo, wie wir es hier auch im deutschen Raum kennen. Aufgrund des Strikes hat dann der YouTuber bis zu 8000 Euro verloren, woraufhin Aiden Ross, wie der Ehrenmann, der er ist, wie folgt reagierte. Put a W in the chat, we stole 8000 from him. W! He needed that. Yes! Yes! W, yes! Diese ekelhafte Art der Schadenfreude führte dann dazu, dass Hassan Piker, ein sehr, sehr großer politischer Commentator und Streamer innerhalb von Amerika, auf die Thematik um Aiden Ross herum aufmerksam wurde und ihn hart kritisierte. Daraufhin, I kid you not, strikte Aiden Ross Hassan Piker. Und zwar strikte er ihn aufgrund einer Urheberrechtsverletzung wegen folgendem Stream, den sie alle zusammen, diese Leute, die in diesem Stream vorhanden sind, einvernehmlich veröffentlicht haben. Dabei ist hier Hassan Piker in der Mitte vertreten und dort Aiden Ross. Kannst du dir nicht ausdenken. Die Liste der Kontroverse ist einfach um Aiden Ross herum endlos. Leute, ich bin euch ehrlich, meine geistige Verfassung erlaubt es mir nicht länger, mich noch intensiver mit diesem Menschen zu beschäftigen. Es würde wirklich ewig so weitergehen. Deswegen überspringen wir das Fazit. Dieser Mensch ist Schmutz, er sollte keine Plattform haben, ist dumm wie mit der Feldweg und muss endlich aufhören mit diesem Bullshit. So, das dazu. Ich habe keine Kraft mehr für dieses Video. Ich hoffe, ich habe euch trotzdem in irgendeiner Weise unterhalten können. Wünsche euch einen angenehmen, schmerzfreieren Tag, Nacht, wie auch immer. Und kann an dieser Stelle mich nur für eure Aufmerksamkeit bedanken und nochmal euch bitten, mir auf Instagram zu folgen und mich daran zu erinnern, dass ich mehr Videos machen soll, dass ich Videos zu X, Y oder Z Themen machen soll. Und kann jetzt nur noch sagen, trink genug Wasser, ess genug, habt Sport und macht all das richtig, was ich falsch mache. Wir sehen uns im nächsten Video.